Kann man da hochklettern? Kletter du mal hoch. Da oben ist aber meistens nichts, ne? Oder ist auch der Ja, doch, Spawn? spawnt manchmal was. Na gut, dann kletter du mal da hoch, weißt du, in weiser Voraussicht. Ja, du bist ja vor mir. Ja, Ich man komm gar kann hier nicht hoch. runterfallen wahrscheinlich. Nee, Man da fällt hier oben. von allem runter. Scheiß Buggy Game. Ich nehme mir das Video auf, es sieht total scheiße aus, wie ich hier hochkletter. Ich wacke hier so rum. Muslimi-Papa ist jetzt auch drin gleich. Oh ja. Da müssen wir auch in Sabina dann aufpassen. Ja. Na gut, dann gucke ich hier mal, was hier so abgeht. Hier ist ein Flugfeld, ne? Ja? Also ich Ja, sehe hier ach ein. so, ja, ich weiß. Da müssen wir nachher auch mal hin, ne? Gucken, ob wir einen Heli finden oder so. Also hier auf der Etage ist schon mal nix. Hier liegt eine spitze Axt rum. Ja, ne, hier ist nix. Würde ich sagen, gehen wir straight zum Krankenhaus, oder? Von da aus kann man gut die Military Spawns looten. Wo ist denn das Krankenhaus? Ist das hier direkt vorne oder was? Ne, das ist noch ein bisschen nördlich und dann da, wo die Straße den Bogen macht, ne, die fette Straße den Bogen macht, ne, dann geht die ja so rum und dann Ah. vor, bevor die erste Straße die kreuzt, quasi rechts das große Gebäude ist das Krankenhaus. Also quasi nördlich der dieser Straße, dieser fette graue Block. Ich sehe ja nur ein Krankenhaus. Ich sehe ja nur die Polizeiwache und die Feuerstation. Philipp, da ist auf jeden Fall auch ein Kreuz, ein rotes. Ach so, ja, ich sehe es, ja. Boah, das ist riesig, Alter. Ja, so. Junge. Bin mal gespannt. Ich setze mir mal kurz einen Nuff-Point. Das müsste ja Pass auf, jenes wir gehen welches einfach sein. diesen Weg, diese Straße hier. Warte, ich mach mir da mal einen Nachtpoint. Ups. Da mal einen Nachtpoint Bis hin. zum Ende hin, Pass ne? Und auf, dann. nee, pass auf, wir gehen die Straße so lange, bis ich sage, dass wir dann nach links abbiegen. Jo. Läuft. Ich muss gleich auch mal was essen hier, stelle ich fest. Aber in Sabina wird es ja mal was geben. Warum nicht? Hoffe ich doch mal. Und was steht denn da hinten? Das ist ein Haus. Das ist Ja. ein Stromhaus, glaube ich nur, ne? Ja, ist auf jeden Fall kein Player gemacht, das Haus. Sieht nicht so aus. Die nachträglich eingefügten Häuser haben immer so Stacheldraht Ah da ne, drauf. das ist so. Ja, ich weiß, aber das ist so eins, wo eigentlich nichts spawnt. Kein Spawn. Ne. Das ist so eins, was wir eben auf der Insel gefunden haben. Ja. Ach, ihr habt unseren Hubschrauberflug ja gar nicht mitbekommen, Jungs, ne? Also, war sehr abenteuerlich. Zu Hast du dem es nicht Zeitpunkt. aufgenommen? Ne, erst wo ich mit dem Fallschirm runtergesprungen bin. Wir hatten ja gesagt, dass wir während des Fluges keine Aufnahme machen. Warum? Weil wir das voll lang durch die Gegend geflogen sind. So Blödsinn. In Zukunft nimmst du das auch auf. Ja, alleine wegen den NPC-Hubschraubern hier kann so viel passieren. Die haben uns nämlich abgeschossen. Das habe ich ja noch erzählt. Ich habe denen erzählt, was passiert ist, aber. Ja. Für euch, liebe YouTuber, ist das ja nur wenige Klicks entfernt. Für uns ist das schon einige Stunden her. Dürft ihr nicht vergessen. Und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Denn es ist jetzt 85. Und ich bin 12. Laberstunde. Peter. Ich muss die Leute irgendwie entertainen. Oh, ich muss was trinken. So viel zum Thema Entertainen. Könnt ihr mal trinken, zugucken. Yeah. Hoffentlich nicht so weit vor, Alter. Ich muss auch was trinken und was essen. Naja, Essen habe ich noch genug. Was sagt denn die Playerlist? Ja, Muslimi Papa ist noch drin. Und Ganderberg auch. Ganderberg ist der Typ, den ich eben im Turm von der Feuerwache Jetzt hier abgeknallt habe. links. Ja, genau, der war das. Ja. Hier das Krankenhaus schon. Dann nimmst du, atmest wieder voll laut in dein Mikro. Muss schön Zentimeter weiter weg machen. Ist geschehen. Hört sich gut an. Sei bedankt.
Fühl dich gedrückt. Soll ich mal vorführen, wie realistisch dieses Spiel ist? Du rennst voll vor, weil du deine Handsteuer. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich wechsle jetzt mal zum G36, wie der dann stehen bleibt. Oh, ich habe eine neue Nachricht. Von wem? Bei Skype. Ach, vielleicht mein Bruder, der will vielleicht mitspielen. Eine Sekunde. Ich wechsle mal kurz in Skype rein. So, ne. War nix. Hat irgendjemand sein neues YouTube-Video geschickt? Was machst du da? Lage auschecken. Ah, hier wird ja wohl hoffentlich keiner sein. Das ist die größte Stadt hier in Game. Deshalb müssen wir schon vorsichtig sein. Ja. Vor allem allein wegen der Zombie-Zahl. Es wird kein Zuckerschlecken hier laufen. Boah, was meinst du, wenn wir hier einmal komplett kreuz und quer durch die Stadt laufen, wie viele Zombies wir am Arsch haben? Junge, Junge. Meine Framerate geht auch in den Keller, wenn ich hier reinlaufe. Viel zu viele Gebäude hier. Ich sehe da unten schon den ersten Zombie, unten links. Ja, am Baum, ne? Wirklich mal, Schlampe. Der kommt schon gelaufen, weil er dich gehört hat. Oh ja, Tatsache. Und mich hat er noch nicht mal gesehen, aber er ist da stehen geblieben. Die scheinen hier nicht das beste Gefühl für Gegner zu haben. Aber das Krankenhaus ist ja mal ultra fett. Oh, oh, ich sehe da vorne einen laufen. Hero Terracotta. Direkt einen Headshot verpassen, sicher ist sicher. Klaut er mir auch keinen Loot. Das ist auch schon mal ein Eckhaus. Oh, nee, eine E-Mail, nicht. Alter, wie viele E-Mails kriege ich hier? Also ich muss sagen, diese Nameplates sind echt ein Fluch und ein Segen, ne? Ich finde sie einerseits ziemlich cool, dass ich immer genau weiß, ob du das jetzt bist oder nicht. Aber andererseits fuckt es mich schon hart ab, dass mich jeder auf mega weiter Entfernung sehen kann. Ich fände es, glaube ich, sogar cooler, wenn wir keine Nameplates hätten. Da gibt es ja auch Server. Auf dem Server, wo ich sonst alleine spiele, sind keine Nameplates aktiviert. So, ich bin am Hauptgang vom Krankenhaus. Hier sind schon mal Painkillers für dich. Jo, ich bin sofort da. Hier sind Bandagen, juhu. Und noch Morphin zweimal. Ja, cool, einmal kannst du es mir auch geben, weil ich habe, glaube ich, auch keins mehr. Ja, liegt hier. Es liegt hier, leere Dosen. Hier, ne? Wo bist denn du? Achso, da hinten. Ich gehe mal kurz hier hinten checken. Zwei Stück. Die leere Dosen, hier liegt eine Leiche. Ich nehme beide Bloodbags. Claim ich jetzt einfach für mich. Hier ist noch eine Bandage. Hier ist aber noch ein Bloodbag, Peter. Am Ende des Gangs. Ja, cool. Bloodbags kann man immer noch mehr. Hier Morphin Auto-Injector. Zwei Stück. Bist du die andere Seite lang gegangen? Okay, ich habe bestimmt 10 Verbandspäckchen oder so. Brauchst du noch ein Verbandspäckchen? Nein, aber reicht doch nicht. Ich hab 3. Ja, das reicht vollkommen. Ich hab 5 alleine hier im Hauptinventar. Da schmeiße ich erstmal. Obwohl, warte. Ja, kommt drauf an, wie viele Magazine du hast, ne? Ja, ja. Ich guck jetzt gerade, ob ich hier noch Magazine drin hab. Nimm jetzt mal ein Epi-Pen mit, falls du mal wieder ohnmächtig wirst. Du scheinst ja relativ oft ohnmächtig zu werden. Ich werd unnormal oft ohnmächtig. So, okay. Da hinten ist noch ein Bloodbag, ne? Ganz hinten im rechten Raum. Geh mal dahin. Oder hast du selber welche gefunden? Ne, ich habe noch keine gefunden, aber ich muss erstmal mein Inventar loswerden. Ich habe nämlich so viele Verbandspäckchen. So, das heißt, ich muss jetzt zweimal Painkiller hier rein. Ah, ich habe 4. Brauchst du noch Painkillers? Nee, Alter, ich habe selber. Ich habe schon 3. Wieder so ultra viele. Ich habe jetzt 5, 7 Stück. So mega unnötig. Klaus Beck. Schmeiße ich erstmal. 1, 2,
Drei. Man braucht insgesamt nur drei, Alter. Mit zwei habe ich aber. Zwei Painkiller reichen, Mann. Close back. Achso, ja, open back. Und von den medizinischen Sachen reichen eigentlich zwei. Jeweils. Habe ich zwei drin, warte. Du hast Bandagen. Fünf Bandagen. Eins, vier mitnehmen. Mehr als vier ist unnötig. Ja. Sehe ich genauso, deswegen muss ich hier mal kurz ein bisschen. Eins, zwei, drei. Ich bin immer noch im Back drin, ich Idiot. Oh. Haufen Back. Ich mach das immer falsch, ne? Vier Bandage. 1, 2, 3, 4. Close Back. 1, 2, 3. Rausschmeißen. Open Back. 2 wieder rein, dann behalte ich 2 da drin. Und 1, 2, 3, 4 Magazine da rein. So, 2 Bandagen habe ich ja noch im Rucksack. Dann habe ich noch 2 Antibiotics im Rucksack. Einmal Morphin-Auto-Injector im Rucksack und im Inventar. Dreimal trinken habe ich noch drin, aber ich habe kein Essen mehr, ne? Das wird langsam knapp. Ja, ich weiß, das hat Granate habe ich noch hier. Road Flares packe ich erstmal in den Rucksack. Habe ich schon im Rucksack, die kommen erstmal raus. Road Flares raus. Antibiotics habe ich. So, dann gucke ich mal, was hier hinten noch rumliegt, was ich noch gebrauchen kann. Morphin hast du zwei? Ja. Du auch? Nö, ich hab einen, mehr brauch ich nicht. Ja, ich hab immer gerne einen auf Reserve im Rucksack. Ja, Bloodbags hab ich dafür genug. Ja, wir sind da hinten auf Bloodbags? Ja, eins ist da noch. Ja, gut. Leben. Steht hier noch ein Auto, Morphin. Gear. Oh ja, hier ist noch ein Bloodbag. Hier. Und da habe ich auch noch zwei Painkillers. Cool. Ich bin das Krankenhaus raus, ne? Nach rechts. Ich komme jetzt auch raus. Warte hier auf dich. Ich bin schon da, kannst weiter. Geh langsam bitte. Wir gehen jetzt auch ein bisschen. Wir gehen jetzt zu diesem großen Polizeigebäude. Wo ist schon das nochmal? Das ist oben, ne? Ja. Nee, ich hab das. Ich hab mir schon Nachtfand gehört. Na gut. Müssen wir dafür einmal hier rum, weißt du? Hat dich wer gesehen? Oder mich? Nee, dich. Ach, scheiße. Dafür kann ich jetzt noch ziemlich unbehelligt dahin laufen. Ich setz mir jetzt auf. Du meinst ganz oben im Norden, die Polizeistation, ne? Nee, nee. Ich weiß halt nicht, wo du lang gelaufen bist jetzt. Ich stehe immer noch hier in der Ecke vom Krankenhaus. Ja. Auf jeden Fall, westlich vom Krankenhaus. Anders kann ich dir jetzt nicht beschreiben, weil ich gerade am Rennen bin. Westlich vom Krankenhaus. Großes Polizeigebäude. Ja. Military Loot, meinst du, wo es das Military Loot gibt? Das rote. Sieht aus wie, Was so in der Luft schwebt auf der Karte, ne? KGB oder so. Ich guck mal, ob ich dich da einfach treffe. 330 Meter von mir aus entfernt. Zum Glück kommen die Zombies nicht auf Treppen, klar. Ja. Gott segne die Treppen. Obwohl, nee, Gott verfluche die Treppen, weil man da ständig runterfällt und sich alles bricht. Bin jetzt gleich schon drin. Bei mir sind es noch 200 Meter. Oh, der Zombie ist immer noch hinter mir her. Ach so, du machst das ganz große Gebäude? Ja, ja. Ja, dann bin ich hinter dem Platz da, ne? Eventuell muss ich gleich mal schießen, ich weiß es nicht. Das ist doch nicht schlimm. Dann bin ich gerade ein bisschen falsch gelaufen. Ich bin gerade in der Sackgasse. Aber hier spawnt auch angeblich ein Hubschrauber, ne?